Meine lieben Freunde und damit hallo und herzlich willkommen auf dem wahrscheinlich sexigsten YouTube-Kanal auf YouTube. Gerald von Sachsen, that's me, my friend. Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von War Tales. Die Sachsenbande erobert Tiltren. Genau, wie heißt eigentlich das große Gebiet? Ja, Grafschaft Tiltren. Ich hatte jetzt hier vorhin nochmal ganz kurz nach der Folge, habe ich hier noch ein bisschen auf dem Markt rum und habe dem Bettler hier ein bisschen Brot gegeben. Und da habe ich nochmal 10 Einfluss bekommen. Und das bedeutet für uns, wir können noch einen... Ne, hier nicht. Aber wir können hier jemanden rekrutieren. Das werden wir auch machen. Wir werden noch einen dazu rekrutieren. Dann haben wir nämlich wieder 4. Und dann passt das. Zum Söldnertruppen anderen eines Morgens. Und den nehmen wir mit, weil das war der mit dem Schild noch. Genau. Sehr schön. Den Schwertkämpfer nehmen wir nämlich noch mit. Den rekrutieren wir. Genau. Das heißt, wir haben den Hugio. Ach, was weiß ich, wie der heißt. Das ist aber der Hugo. Das ist der Hugo. Der Hugo, da ist er. Huginon kann ich eh keiner merken. Wir nennen ihn einfach Hugo. Und wir werden dem noch ein bisschen Verfassung dazu geben, dass der einfach noch ein bisschen mehr Gesundheit hat. Genau, so. Und dann sind wir wieder zu viert. Da sind wir wieder 4. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr schön. Wir gehen mal hier nicht ins Gasthaus. Ne, da war ich ja gerade drin, sondern ins Rathaus mal rein. Mal sehen, wenn wir jetzt ihr sagen... Wir sollten mal... ihr sollt wissen, dass wir Flüchtlinge in dieser Gegend nicht gerne sehen. Warum fragt ihr? Ja, weil sie unsere Wege schon überrannt haben. Bei Straßen. Ne? Dafür aber kein Schwert halten können. Es fehlt nichts an rechtschaffenen Bürgern, die Hilfe brauchen, um die Bedrohung abzuwenden. Okay. Ich habe wirklich echt den Fehler gemacht und war hier zu neugierig. Aber ich habe jetzt hier diese eine Bande hier ein bisschen an der Backe. Ist schon wieder dunkel, ne? Scheiße. Wo sehe ich denn eigentlich, ob ich... Weil die hier, die verfolgen mich nämlich. Das ist nämlich nicht so optimal. Und da gehen wir jetzt mal... Richtung Süden. Da gehen wir denen nämlich mal ein bisschen aus dem Weg. Den Leuten, die mich hier ein bisschen verfolgen. Und dann können wir hier... Genau, was hat auch noch ein Wisch... Ne, wir haben jetzt schon einen Tüftler. Und wir brauchen dann noch einen Koch. Ein Koch wäre noch geil. Weil der kann nämlich noch ein bisschen Essen zubereiten. Und ihr seht jetzt nämlich auch schon, wir haben jetzt hier oben nur noch 2 Tage für 2 Tage Reserve, weil wir nämlich jetzt schon 19 brauchen. Das ist schon ein bisschen mehr. Das ist schon ein bisschen mehr. Und an Sold 61, okay. Das ist natürlich dann auch die Sache, wenn wir natürlich dann mehr sind, heißt das natürlich auch natürlich mehr Sold, was wir bezahlen müssen. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz so wild. Und wir gehen jetzt mal hier in diese Salzmine rein. Kein Schritt weiter. Die Salzmine gehört der Landschaft. Ich kann sie nicht einfach so reinlassen. Gesucht. Nee, ich will nicht gesucht werden. Überzeugen. Komm, wir zahlen wir den 60. Komm, wir zahlen den die 60. Dann können wir hier nämlich... Wir können nämlich hier dann... Der Hugo, der wird jetzt nämlich noch... Der wird hier nämlich noch Bergschmied drückt, wenn der grüne Kreis kann, Maximum Erz abzubauen. Okay. Ich bin zwar echt so der Fan von Clicktime-Events. Achso, da kann ich... Okay, ich hätte auch abwarten können. Wo ist denn der jetzt? Ach, hier ein Novize. Luck. Auch nochmal, ist hier noch irgendwo Erz? Verlassen? Nee. Untersuchen. Okay, Salz könnte ich ja klauen. Ist hier sonst irgendwas, was wir hier mitnehmen können? Seil? Nö.
Können wir noch einmal mit dem sprechen? Ich kann es wieder an die Arbeit machen. Oh, wir erhalten ja noch was. Sehr schön. Na gut, ein bisschen Einfluss ist natürlich nicht schlecht. Ja, Einfluss brauchen wir auf jeden Fall. Gerade dann auch, wenn wir mal noch ein paar Quests machen wollen. So, irgendwie hier ist noch was. Okay, hier ist noch eine Bande. Hoflund, was ist hier? Okay, hier gab es Gemetzel. Holz hacken. Okay. Neun Holz. Na gut. Besser wie nichts. Okay, ist jetzt noch irgendwas? Also die in untersuchen. Nee, wir klauen das der. Wir klauen jetzt hier der nicht einen Arsch weg. Hier ist ja auch irgendwas passiert. Sprechen. Wir konnten sie nur wehren. Sie haben uns nicht einmal gewehrt. Und trotzdem haben sie unsere geliebte Lucilla getötet. Außer sich vor Kummer verfolgt ihr Vater sie bis zur Mühle. Hoffentlich hat er sie eingeholt. Die Diebe verdienen es nicht zu leben. Okay. Krass. Krass, krass, krass. Aber wir müssen wieder aufpassen. Wir haben jetzt hier schon, sind hier wieder bei 44,9. Was ist das hier? Das sieht mal ein bisschen aus wie schon abgefackelt. Okay, hier sind noch, hier sind zwei. Das hier könnte man noch reparieren, genau. Zementa. So, was brauchen, muss man hier reparieren? Okay, dass die 17 von 17 hat, sehr gut. Ganova und Wilderer, okay. Sehr gut, dann werden wir die uns jetzt, werden wir uns die jetzt nochmal vornehmen. So, das heißt die beiden. Wir haben jetzt keinen Fernkämpfer. Okay, ist aus, nicht ganz so wild. Wir könnten entweder versuchen, wir machen das so. Ja, wobei, wenn wir es so machen, haben wir den Vorteil, dass wir sie von beiden Seiten stechen können. Klatsch. So. Ah, der hat so einen Schwinger. Der ist gut. Schwinger ist gut. Ist er dran? Okay, da gibt es eine kurz auf den Dates. Ist auch nicht so wilde. Klatsch. So, mit dem, das machen wir von hinten. Dann schlitzen wir den auf. Klatsch. Sehr gut. So, dann ist jetzt sie dran. Da gibt es noch einen kleinen Gegenangriff. Oh, die sehe ich mit ihrem scheiß Gift jedes Mal. Hier muss ich jetzt aufpassen. Der mit seinem Schwinger. Nee. Mal, ich will aber den. Genau. Klatsch. So, dann nehmen wir den noch. So, das, der ist jetzt umzingelt, das heißt, der kriegt noch ein bisschen mehr Damage. Und klatsch. Oha, gibt mir eine Ohrfeige. Was ist denn?
Todesstoß enthält Wut. Klatsch. Sehr gut. Macht schon mal einen Ansporn. Weiß, was gerade doof, dass ich das gemacht habe. So. Was halten die denn eigentlich mit Ansporn? Schaden um 50% erhöht. Okay, das ist schon mal gut. So, jetzt ist die dran. Okay. So, neue Runde, neues Glück. So. Und bam, aufgepiekst. Einfach mal durch den... Oh, durch das Gedärm durch. Sehr schön. Das gibt ein paar Punkte. Es gibt sogar noch einen Jagdbogen. Oh, das ist gut. Alles plündern. Ja, und alles reparieren. Okay. Jetzt ist die Frage, was ist denn der Wert? Bösartiger Schuss. Ich habe halt leider keinen mit. Oh, was ist denn das? Oh, das sieht aus wie Elite-Gegner. Nicht so geil. Oh oh. Oh, braucht er nicht mehr. Ich jetzt so mache? Ah ne, kann schon mit Rechtsklick. Die fehlentholten Leichen sind widerlich. Okay. Was haben wir hier noch so Schönes? Hackert. Ja, er hat sie alle umgebracht. Was für ein Wahnsinniger. Ich bin verletzt, helft mir. Ist die Frage, Hacker, da hätten wir halt noch... Was bringt das? 10 Ruhm. Und das heilen. Was bringt mir das, wenn ich ihn jetzt heile? Und wir fassen, dass Ricky uns als Köder benutzt hat. Er war schuld, nicht wir. Hätte er das kleine Mädchen nicht getötet und ihre Halskette zu stehlen, hätte sich ihr Vater nicht gewehrt. Oh nein, da war noch das, der Typ oder was? Okay, nicht mit. Haggard hat sich als Gefährt angeschlossen. Und er ist auch schon Stufe 2, das ist schon mal gut. Jedes Mal, wenn diese Einheit ihren Zug neben einem Gegner beendet, ohne ihn ein Kampfwürger zu sein, erhaltet ihr was? Jedes Mal, wenn diese Einheit einen Gegner tötet, erhaltet ihr ein? Jedes Mal, wenn diese Gegner einen ohne... Was ist denn der Unterschied? Ja, dieser... Tapfere Kühnheit, tapfere Unterstützung. Ohne ihn einen Kampfwürger zu sein, erhaltet ihr eins? Jedes Mal, wenn ihr eine Einheit Zug neben den Gegner beendet. Neben den Gegner beendet. Ach so. Okay. Ja, nehmen wir. Wobei, wir können das jetzt mal auch noch nehmen. Weil dann haben wir so eine so ein bisschen was Variables. Und den könnten wir als Bogenschützen nehmen, oder? Geschicklichkeit. Kritischer Treffer. So. So, und Hackert. Das wird da. Das wird der Heiko. Der Heiko. Ja, Hackert ist dann der Heiko. Der Heiko. Hackert hat den Namen Heiko angenommen. Den anderen Gefährten gefällt er gar nicht. Sind die geistig umnachtet? Ich glaube, die lassen wir gar nicht. Mist, der kann kein Schild annehmen. Okay, schade. Schade, schade, das geht also nicht. Wie sieht das eigentlich hier aus? Fast vor Stufe 2. Hallo. Fast, nee, nicht ganz.
fast vor Stufe 3. Gut, Marcel lebt auch schon am längsten hier. Kriegt der das hier tragen eigentlich? Ne, kann er nicht tragen. Schade. Okay. Verlassen. Okay. Wir sind jetzt hier schon mal fast vor Stufe 2. Ich würde jetzt hier aber trotzdem mal gerne mal mein Lager aufschlagen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. So, dich hau mal jetzt mal. Hallo. Setz dich hier hin. Danke. Hast du dich hier mit hin? Jawohl. Achso, da können wir vier. Novize. Können wir hier schon irgendwas bauen? Bestätigen. Kochtopf. Oh ja, geil. Kochtopf. Weiter. Jetzt hier. Den Kochtopf machen. Neuer Beruf, Koch. Sehr gut. Dann wird der Heiko, das wird unser Koch. Sehr schön. Brot. Weizen und Salz. Okay, sehr gut. Weizen und Salz können wir. Können wir also dann Brot draus machen. Das ist nämlich dann auch wichtig. Das ist ziemlich wichtig, dass wir das auch machen. So, Rasten zu zahlen, da sollte erstmal noch gar nichts. Wichtig. Sehr schön. Der Trupp 15, ihre Gefährten sind glücklich. Ihr habt 5 Dings hinzugewonnen. Ihr habt folgend Bonus im Kampf Erfahrungs 15% mehr. Na, das ist doch spitze. Ja, das freut mich doch. Okay, die haben es auf mich abgesehen. Oh, ja, gut. Jetzt seid ihr dran. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt bin ich hier zu 5. Ne, zu 4. Obwohl Plätze zählt auch. So als Gaul. Aber jetzt mal hoffen, dass ich jetzt hier keinen verliere. Zementa. Erste Reihe Phalanx, bitte. Ihr beide. Das von hinten. Also, wer ist jetzt hier als erstes dran? Sie. Danach sie. Und dann... Was können die? Hinterhältige Wirbelfertigkeit. Ach, ich ahne es nicht. Wir müssen zuerst auf den Anführer gehen. Wir müssen zuallererst auf den Anführer gehen. Wobei hier jetzt auch geil ist mit dem Schwinger. Ich kriege alle 3. Bam! Jawoll! So, den block mal. Dann haust du der mit der Axt aber mal so richtig eine auf den Date. Bam! Jawohl. So, jetzt ist der... Oh, okay, scheiße. Hinterhältiger Wirbelwind. Okay, Wirbelzwirbel. Dann machen wir das so. Sind die auch noch in der Nähe? Sehr gut. Jetzt ist sie, glaube ich, dran. Ah, ne, er ist dran. Aua! Okay. Aggression des Anführers. Oh ja, das ist hier schon mal wichtig. Zack. Kriegt er schon mal 10%. Und jetzt, bam, steche ich dich ab. So, und du? Kümmerst dich jetzt mal um den. Stichst zu 30%. Oh ja, sehr geil. Ja, zuerst muss der Anführer weg. Okay, 8 Schaden. Oh, nicht so geil. Ah, nicht so wild, nicht so wild, nicht so wild. Krieg mal hin. Hier ist halt jetzt die Frage. Ich habe jetzt... Warte mal. Ich jetzt hier mache. Ich habe 2 und dann ist sie am Zug. Das heißt, ich muss die zuerst platt machen. Das kriege ich am besten hin mit ihm.
Okay, nee, der ist jetzt natürlich hier ein bisschen an die dran. Das ist aber auch nicht so wild. Okay, dann nehmen wir die hier ran. Klatsch. Und dann ihn. Und dann hier erstmal der Anführerin Chaos zu machen. So, auf Wiedersehen. Ansporn. Rums. Jetzt haben wir nämlich den Vorteil, jetzt haben wir nämlich die übersprungen, weil die hätte nämlich jetzt auch nochmal angegriffen. Und jetzt nehmen wir die hier. Wenn nicht dran ist, scheiße. Sind jetzt Angreifer, ja. Und hier, der wird jetzt mal den nochmal heilen. Sehr geil. So. Blöd ist jetzt, dass der... Deshalb nehmen wir den jetzt noch nicht dran. Weil der zwirbelt halt hier ein bisschen rum. Dann nehmen wir den. Zwiebelt ab. Oh, jawoll. Abgestochen. Einfach abgestochen. So, zack. Den umzingeln wir noch mehr. Klatsch. So, jetzt ist er dran. Okay, nicht so wild, nicht so wild. Alles gut. So. Den, oh nein. Den, weil wenn ich den jetzt das machen lasse, der trifft noch drei von mir. Das ist jetzt, ja, ohne Aktion. So. Wir haben jetzt eigentlich noch genug Zeit. Dann nehmen wir den hier. Plupp, den heilen wir. Dann haben wir, nee, den haben wir nicht mehr genug. So, dann nehmen wir den. Wirbel. Bam! Auf den Kopf. Dann kommt noch einer, dann nehmen wir den. Der wird jetzt mit dem hier langlaufen. Und den auch nochmal einer auf den Kopf hauen. Und dann haben wir die Runde doch bestanden. Jawohl, sehr schön. Perfekt. Haben wir die abgemurkst. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Dietrich. Wir haben jetzt das. Wir können das alles plündern. Wir werden das auch alles reparieren. Und auch noch alles behandeln. So, Marcel ist jetzt Stufe 3. Na, bitte. Oh, Stärke, sehr gut. Da kriegt er 2 Punkte. Wir haben jetzt hier verfügbare Ausrüstung Mittel. Und das bedeutet, fügt allen Einheiten im Bereich 6 Schaden zu. Bewirkt beim ersten getroffenen Einheit Bluten. Oh, das ist schon mal gemein. Bewirkt bei allen Verbündeten im Bereich Wut, Schaden. Bei den nächsten. Oh, das ist natürlich auch geil. Visiere einen bestimmten Bereich an. Betritt ein Gegner diesen Bereich, wird ein Gelegenheitsangriff ausgeführt und der Gegner wird auf der Stelle gestoppt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist halt. Das sind Support-Sachen. Und das hier ist halt. DD, das ist halt wirklich so Flächenschaden. Das ist Flächenschaden, ist halt geil mit dem, mit meinem Schwert, der so ein großes Schwert hat. Da macht das Sinn, ist das sinnvoll. Wirkt bei allen Wut. Ach, das ist Support, das ist eigentlich auch geil. Nehmen wir das. So, alles plündern. Jo, Zementa hat auch noch ein Level up. Die kriegt auch nochmal Stärke, das ist sehr gut. So, und bei ihr, mit ihrer Axt, fügt dem Ziel 3x4 Schaden zu. Kritischer Treffer erhält Wut. Das kostet mich 2. Wirbelzwirbel. Fügt allen Einheiten im Zielbereich 3 Schaden zu. Greift pro Einheit im Zielbereich einmal an. Alle Kämpfer erhalten Reboste. Komposte. Das nächste Mal, wenn die Einheit von Kämpfern angegriffen wird, pariert sie Gelegenheitsangriff. Würde bewegen. Wird bei der Bewegung der Einheit abgebrochen. Nee, das hier klingt geil, Berserker. Und das Geile jetzt hier an der ist, Zementa kann jetzt das hier ausrüsten. Genau. Oh, jawohl. Oh, Zementa. Die kriegt richtige Oberbiezen hier. Schön. Oder denn, der sollte eigentlich schon den noch teurer? Ja, ne? Nö, eigentlich. Nee, doch nicht.
Okay. Wir wollten eigentlich hier oben die Mission erledigen. Die wollten wir eigentlich auf jeden Fall noch machen. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Das ist da oben. Was ist das eigentlich für eine Mission? Was müssen wir da machen? Schwierigkeitsgrad. Freilassen. Turm. Turm von irgendwas. Na gut. Machen wir mal. Uah. Der ist schon kalt beim Zugucken. Jawohl. Oh, was haben wir hier? Ah ja. Fortschritt. Irgendwas entdeckt. Turm auf irgendwas. Ja, gehen wir mal rein in die Olga. Vier Gegner. Okay. Na, wir sind aber auch vier. Wir sind klüger. Oh, ich sehe nichts. Wer ist denn der erste von denen? Der hier. Kriegt der erstmal richtig einen auf den Kopf. Klack. So. Mehr ging da erstmal nicht. Da vergiftet. Was ist denn? Amoklauf. Einmal, das heißt, der macht 12 Schaden. Das macht der 7 bis 9. Flammerglück. Komm, machen tot. Jawohl. Oh, jawohl. Und rein ins Gesicht. Uiuiuiui. Schön ins Gesicht gefasst. Schön ins Gesicht gefasst. Okay, die hat nicht mehr so viel Auslauf. Okay. Dann lassen wir die. Dann ziehen wir die kurz zurück. So. Gehen wir mit dem hier hin. Aua. Das ist nicht der nächste. Der. Dann kriegt er erstmal immer BAM! Immer eh noch einen auf den Kopf. So. Jawohl. Und dann mit dem gehen wir hier lang und machen dann schön von hinten. Oha. Okay, der war klug, der hat sich ein bisschen zur Seite bewegt. Vielleicht haben wir Glück. Jawohl, und tschüss. Ansporn. Jawohl. Kann ich ja nicht zorn. Ausgelöst, wenn die Fähigkeit das Ziel tötet. Ach, weniger als 50%. Ah, okay. Macht Sinn. Dann nehmen wir jetzt mal die hier. Mit der gehen wir jetzt mal hier lang. Und machen jetzt mal einfach mal Amoklauf. Mal sehen, was da passiert. Nee. Hallo. Oh, ich bin so blöd. Ich hab Leertaste gedrückt. Ich wollte die eigentlich angreifen lassen. Na, geht der zu dem dahinter? Bam. Jetzt mal schön gestochen. So. Jawohl. So. Der kommt jetzt hier lang. Und da kriegt der auf jeden Fall auch noch einen auf den Deckel. Der ist umzingelt. Okay, macht er einen Schaden. Okay. So, jetzt aber. Also jetzt will ich mal gucken, wie viel Schaden das macht. Okay, 18 bis 27. Quarks. Au, Batzer. Demoralisiert fliehen. Nö. Den machen wir jetzt auch noch platt. So nicht, mein Jung. So nicht, mein Jung.
Die hat nämlich Bock. Und tschüss. Weg sind sie. Sehr gut. Na, haben wir doch wieder alles gut hingekriegt. Das nehmen wir mit. Sie fragt, ist das besser, was der hat? Langsam dürfen wir doch ein bisschen überladen sein. So, ihr habt die Mission Turm Falken abgeschlossen. Erstattet den beim Bericht, um eure Belohnung abzuholen. Jetzt habe ich das drunter nicht lesen können. Oh, nee. Ich bin eigentlich keiner, der Schlösser aufbricht. Was haben wir hier noch? Wir brauchen halt, wie viele Dietrich haben wir denn? Hm. Ist sonst noch irgendwas zum Klicken? Ja, von mir aus. Komm, Björn. Oh, nee, ja? Das war mir so klar. Ich habe jetzt wirklich aufgepasst, wie das geht. Mann! Ist jetzt sonst noch irgendwas, was man mitnehmen kann? Nichts. War ja mal wieder typisch. Na gut, wir haben jetzt Ende auf jeden Fall ein paar Dinge aufmacht. So, jetzt hier mal die Frage. Übergang. Ja, jetzt müssen wir hier wieder zurück. Dann laufen wir mal hier zurück. Genau. Jetzt haben wir wieder eine halbe Stunde rum. Wir haben wieder mal wieder gut gekämpft. Wir haben ein gutes, paar gute Acker-Matches gehabt. Sehr geil. Wir haben unsere Truppe jetzt wieder mal ein bisschen vollzählig. Wir haben den Marcel, wir haben den Zementa, den Björn, den Hugo und den Heiko. In der Sachsenbande. Geil. Sehr schön. Und ich würde jetzt mal in der Hinsicht sagen, wir sehen uns beim nächsten Acker-Match. Bis dahin. Au revoir, ihr Möwen.